Jeder, wenn es auf sein Oktober zugeht, verändert sich irgendwas in mir. Ich weiß auch nicht genau was. Also ich mache mir echt ein bisschen Sorgen um Lars. Der Jahresabschluss ist ja kurz vor der Tür, aber was er mit ihm macht, ist jedes Jahr ganz komisch. In 60 Tagen beginnt die gruseligste Zeit für Buchhalter, der Jahresabschluss. Halloween! Lars? Irgendwie ist er ganz bleich geworden, verhält sich komisch. Ich habe echt Angst. Ja, jeden Oktober werde ich zum Vampir. Hey Lars, was trinkst du da? Kürzer? Hey, cool. Kann ich mal einen Schluck? Nein. Hey Lars. Hier riecht es irgendwie ganz metallisch. Naja, egal. Ich habe mal eine Frage. In 60 Tagen ist ja der Jahresabschluss. Und ich wollte fragen, ob es noch zu früh ist oder kann man da schon irgendwas vorbereiten? Zu früh? Nee, kann man natürlich jetzt noch was machen. Also, die Campmetzin, die auf dem Posten sollte auf Null sein. Gucken, ob überall die digitalen Belege angehangen sind. Sonst noch anfordern. Für Belege für Kreditkartentransaktionen. Das kann man alles schon vorbereiten. Und grundsätzlich die Campmetzin und schauen, dass eben die ganzen Seiten und so schon passen. Und dann kann ich recherchieren bei mir auf Aufschluss. Alles klar, danke Lars. Aber ehrlich, sonn dich mal ein bisschen. Irgendwie, du bist mir ein bisschen zu bleich, ja? Bis später.